Hallo und herzlich willkommen auf AIDA Nova. Heute schauen wir uns einmal ein paar Entertainment-Bereiche an. Ja, ich bin hier heute im Wohnzimmer unseres Entertainment-Managers im Theatrium und auf dieser Bühne hier, langsam hat sie auch schon Form angenommen, technisch fährt sie auch schon und bewegt sich schon, werden dann die extra für AIDA Nova eingeprobten und einstudierten Shows zu sehen sein. Man kann also später ja hier klassische Shows natürlich zeigen mit einer normalen Bühne. Man kann aber auch 360 Grad um diese Bühne herum sitzen und dort werden dann jeden Abend unsere speziell für AIDA Nova geschriebenen und einstudierten Shows zu sehen sein. Wir sind jetzt hier im Studio X, dem wahrscheinlich ersten großen Fernsehstudio auf hoher See. Und hier werden abends unsere AIDA TV-Shows produziert, von bekannten Formaten im Fernsehen über Kochsendungen und auch andere Dinge natürlich. Und wenn diese Shows dann abends zu Ende sind, dann werden die Sitzbänke an die Seite gefahren, die Bühne nach unten. Und so entsteht hier ein großer Dancefloor, ein Tanzbereich, eine Diskothek, wo dann abends entsprechend gefeiert werden kann. Diskotheken in Anführungsstrichen, da haben wir nicht nur eine, sondern da haben wir gleich quasi drei Stück. Einmal unser umgebautes Studio X, wo wir ja gerade waren, aber daneben auch noch unsere Rockbox, unser Nachtclub mit Live-Musik und auch Karaoke. Und jetzt sind wir gerade hier in unserer klassischen Disco, dem Cube, wo bis nachts getanzt werden kann und natürlich auch gechillt werden kann. Hier gibt es eher die traditionelle Disco-Atmosphäre und dann am Tag auch den ein oder anderen Tanzkurs und das ist ganz neu. Tagsüber werden hier Cocktail-Workshops veranstaltet, wo man dann selber einmal Hand anlegen kann und lernen, wie man seinen favorisierten AIDA-Cocktail selber mischt. Und damit sind wir auch am Ende unseres Beitrags heute. Ich sage vielen Dank, dass Sie reingeschaut haben und bis zum nächsten Mal.